Hallo, ich möchte euch heute mein Neuerwerb vorstellen, die Diesellokomotive BR V160, auch bekannt als Lolo, Artikelnummer 39741. Ja, dann werden wir sie mal gemeinsam auspacken und schauen, was sich im Karton befindet. Ja, das, was ich da sehe, macht schon mal einen super Eindruck. Dann kommen wir auch gleich zu den Funktionen. Wir haben F0, das ist das Spitzensignal. Können wir auch umschalten. F1 ist nicht besetzt. F2 ist das Betriebsgeräusch. F3 Signalhorn hoch. F4 ABV aus. F5 Bremsen quietschen aus. F6 Führerstand 2 aus. Und wieder an. Dann haben wir F7, Horn tief. F8 ist Spitzensignal Führerstand 1 aus. F9 ist der Hilfsdiesel. F10, der Lüfter. F11, der Schaffnerpfiff. F12, der Kompressor. F13 ist Druckluft ablassen. F14 ist Sanden. F15 Bremsen quietschen an. F16 ist der Rangiergang mit gleichzeitigem Rangierlicht. F17 ist die Glocke.
Dann haben wir F18, den SIFA-Alarm. F19 ist Diesel nachfüllen. F20 ist ankuppeln. F21 ist dann das Abkuppeln. Ja, und F22 ist dann der Bahnübergang. Ob man den jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht. Mir persönlich wäre eine Bahnhofsansage lieber gewesen, aber gut. Dann lassen wir die Dame mal die erste Runde fahren.